So, Leute, dann sind wir beim nächsten Booster und wir haben immer noch Modern Horizons 2. Ich liebe Modern Horizons 2 und ich habe es schon so oft gesagt, deswegen gehen wir einfach mal rein. Ah, immer wieder dieses... Das ist eh ein Draft Booster. Da war gar keine Setkarten. Konstrukt, ja, ja, die sind teuer. Dann haben wir Lightning Spear, 2 Mana, eine ausrüstete Kreatur, plus 1 zu 9 und Trampel. 3 Mana wird Knopf von, um 3 Schaden zu schießen, für 1 Mana equippen. Nicht schlecht. Kabal Initiate, 2 Mana, 2, 1, wir können eine Karte abwerfen, dem Lifelink zu geben und wenn wir 7 oder mehr Karten im Friedhof haben, kriegt er plus 1, plus 2. Ja, 2 Mana, 3, 3, Human Warlock, Shatterstorm, 2 Mana, wir kriegen 1 Quill-Token mit Storm, das heißt, wir kriegen für jeden Zauber, den wir vorher gespielt haben, noch 1 Quill-Token. Arcbound Tracker, 3 Mana 0, 0 mit Menace und Modular 2. Heißt, der kommt mit 2 plus 1 plus 1 Mark ins Spiel. Und immer wenn man in diesem Runden einen Zauber spielt, der nicht der erste Zauber ist, kriegt er eine plus 1 plus 1 Mark. Das ist stark. Dann Soul of Migration, 7 Mana 2, 4. What? Fliegend, und wenn das Spiel bekommt, kriegen wir 2 plus 1 Birds mit Evoke für 4 Mana. Okay, das erklärt vieles. Mind Collapse. 4 Mana Instant, wir opfern einen Mountain Shield, die Mana Kosten bezahlen, wenn wir wollen. Und wir machen 5 Schaden an der Kreatur oder Planeswalker. Flutter und 1 Mana 1, 2 mit 3 Mana Tappen. Investigate. Oh mein Gott. The creature is a Bloodhound formed entirely of water. Geil. Marble Gargoyle. 3 Mana 2, 2 fliegend für einen Weißkrieg, der plus 0 plus 1. War Modern Horizons 2 nicht so flashy mit so vielen geilen Karten? Irgendwie sehe ich davon auch noch nichts. Kommt getappt ins Spiel, Tappen und Zerstörbarkeit und also Tappen für ein rotes oder weißes. Artefaktland, ganz cool. Goblin Anarchomancer, 202-2. Jeder rote oder grüne Zauber kostet 1 Mana weniger. Sudden Addict, das ist cool. 2 Mana Split Second, der Gegner wirft ein Spieler eurer Wahl, opfert eine Kreatur. Sehr, sehr coole Karte. Prophetic Titan, 6 Mana 4, 4 mit Delirium, also ihr braucht 4 verschiedene Karten im Friedhof. Und er fügt, wenn er ins Spielfeld kommt, entweder 4 Schaden zu oder ihr guckt euch die obersten 4 Karten des Bibliotheks an, nehmt eine Karte auf den entfernten Rest unters Deck. Und wenn man halt Delirium hat, dann nimmt man halt beides. Okay. Spreading Insurrection. 5 Mana, ihr bekommt die Kontrolle über eine Kreatur, die nicht kontrolliert, enttappt sie und sie kriegt Eile mit Sturm. Mit Sturm, geil. Auch noch nicht gesehen. Sehr cool. Und unsere Rare ist Solitary Confinement. 3 Mana Enchantment. Zu Beginn des Versorgungssegments müssen wir sie opfern, es sei denn, wir werfen eine Handcard ab. Wir skippen unsere Drawstep. Wir haben Shroud und jeglicher Schaden, den wir kriegen, wird verhindert. Sehr, sehr cool. Und oh mein Gott. Ja, und wir haben noch eine Verdant Catacombs in Old Bordered. Casual. Tappen, opfern, unser Deck nach einem Sumpf oder einem Waldkarte durchsuchen. Ja. ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Nabelexit. Tata.